Ja, und ich habe Na, aber gedacht, ich das muss jetzt passiert. lange warten. Das ist nett von euch. Ja, ne? Machen extra Speedy-Runden. Das ist fein. Ja. Viel Spaß. Viel Ja, Spaß. und Viel Spaß. Viel ich wollte Spaß. dich als Rache shiften und du warst Asonist. Seht ihr mal, jetzt bin ich auch mal dran. Jetzt bin ich auch mal dran. Ich laufe hier erstmal hin. Also meine Aufgabe ist, als Evil Guesser ist es natürlich jetzt erstmal rauszufinden, wer welche Rolle hat. Das ist immer sehr hilfreich, denke ich. Zum einen Jeff und okay. ich wollte dich verlaufen. Kann die Benzinkanister rausnehmen? Ja. Ich kann Franz rausnehmen. Ja. Ich stehe ja, gerade neben Franz. Tja. Irgendwo auf Polus. Oh ja, da bin ich auch. ja. Ja. Yoshi und Onkelchen sind raus. Sie sind Lab bzw. Decon und Specimen. Ja, bitte. Das ist gerade ja. ein bisschen. Yoshi und Franz sind irgendwie ein Specimen, genau. Ja. Jeff und Minnie könnten Lover gewesen sein, die sind die ganze Zeit zusammen, oder eine kurze Zeit zusammengelaufen. Die müssten in Otoo liegen. Ich habe Katsunori gefunden, der liegt beim Lavasee. Kazu ist ganz am Anfang gestorben. Und Jeff und Minnie müssen gerade in den letzten 10, 15 Sekunden gestorben sein. Ja, stimmt, die können aber echt Lover gewesen sein, weil ich stand mit Jeff am Pylon und Minnie stand daneben, aber gar nicht an der Task dran. Dann sind die zusammen weggelaufen Richtung Electrical. Anfang Für den Katsunori-Kill würde ich Oberbayer lassen. Das ist gut, weil ich kann noch Shoshi rausnehmen für den, wenn die wirklich links liegen. Wo liegt der nochmal? Am Lava hast du gesagt? Ja, du bist aber über Storage einfach runtergelaufen und wenn da der Kill liegt, bist du für mich. Ich bin aber Communication rüber und habe mein WLAN angemacht. Ist auch die Tür auf. Alle anderen Türen sind geschlossen. Ja, der Kill ist ja Anfang der Runde passiert, also... Ja, aber ich laufe schon wieder aus, komm's raus. Du läufst aus? Ja. Aber du läufst über Storage, nicht in Lab rein, du läufst quasi einfach nur runter und dann nach Communications zu laufen? Weil die Task eine Minute dauert, ja. Hey, du musst ja einfach rotieren und dann kannst du weglaufen. Mal eine doofe Frage, kann du jemanden rausnehmen oder könnte das auch ein Bait-Self-Report sein? Dann müsste sie aber Lumenti nicht glauben, weil sie hat ja gesagt, genau, dass der Kill Rundenanfang gefallen ist. Ja, einer stimmt, der also als ich bei Lifeline war, war Kazu schon tot, dann bin ich runtergelaufen, ich bin jetzt bei Decon und in der Zeit müssen Minnie und Jeff dann gestorben sein. Ach ja, stimmt, du hast Kazu ja reportet, ne? Mhm. Also ich würde Dasher rausnehmen, Shoshi rausnehmen, Flesk rausnehmen. Und Onkelchen auch, ist auch raus und Yoshi. Hey. Ja. Yoshi, wo warst du? Du bist die Decon vor mir gewesen. Ich kam nicht mehr mit rein. Ich stehe neben Onkelchen jetzt in der Decon. Aber dann nehme ich Kendo auch nicht aus in meiner mit dem Electrical und lieber an alle. Er ist dann wirklich gerade erst dorthin gelaufen. Also er hat den Kill dann definitiv nicht machen können davor. Da hätte man jetzt bestimmt irgendwie rausnehmen können, wer hier ist und so. Ja, aber Leute können auch in der Lifeline stimmen. Das ist generell einfach zu viel. Ne? Tracker ist auch immer eine Möglichkeit. Das war so viel Info. So viel Info, das ist schwer zu verarbeiten. Ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich Medium bin, tatsächlich. Sich irgendwo Security Guard machen schafft. Noch nicht, ne? Ah, da unten liegt aber schon wieder eine Leiche. Sind so viele. Es sind immer drei Leute, die sterben. Cool. Also Franz kann ich für bitte erklären, sie mir, was passiert ist. Okay. Menti ist auch raus, die war die ganze Runde Specimen. Ich komme von meinem Download in O2-Baum, mache da unten meine Task und da liegt Kendo. Habe aber erst Task gemacht, bevor ich das machen wollte. Aber du hast doch gar keine Task. Hallo das Freunde, kann ich auch hab möglich Infos. Sein.
Ich habe Infos. Vielleicht habe ich ja gar keine Task. Infos? Ich war mit Onkelchen gemeinsam hochgelaufen zur Security. Da hat sich Onkelchen zusammen mit Flask in Security reingestellt. Ich gehe zur Download-Task, gehe wieder zur Security. Onkelchen liegt tot da und Flask ist nicht mehr hier. Aber Flask kann ich auch. Ja, das stimmt. Ich war aber gar nicht in der Camp. Ich habe tatsächlich nur die Leichen von Jeff und Mini, glaube ich, waren das gesucht. Jeff war Lava Hacker und Mini ist vom Trickster getötet worden. Warte, wer hat gerade das mit Onkelchen erzählt? Kannst du ihn rausnehmen? Yoshilias. Kann ich nicht. Yoshilias. Also du hast gerade die Leiche von Onkelchen gefunden und Flask hat vor dir reportet, bevor du, also eine andere Leiche reportet, bevor du die Leiche reporten konntest. Ah, okay. Genau, ja. Mhm. Aber ich bin, wie gesagt, ich war die Leiche von Jeff oder Mini, ich weiß nicht genau, wie rum es war, liegt oben am Download-Button. Und die Leiche, die habe ich als erstes analysiert. Dann bin ich in Camps reingelaufen, da liegt die Leiche von Jeff, gehe ich von aus. Der ist vom Trickster getötet worden. Dann bin ich raus. Du standst im Download-Button, bin nach unten, Oberbayer ist da gerade aus Boiler Room rausgelaufen, da liegt eine Leiche drin. Und wie Onkelchen gestorben ist, weiß ich nicht, aber es kann sein, dass. Onkelchen lag in den Camps, genau. Also ich habe euch noch nebeneinander lebendig gesehen und dann bin ich zum Download gegangen. Also ich kann euch sagen, ich habe die Runde 2 Kills gemacht auf Onkelchen und Kendo als Bounty Hunter und die Aussage von Flash stimmt nicht, weil Jeff war nämlich mein Imposter-Kollege. Er war kein Hacker, der gute Jeff. Das stimmt übrigens nicht, weil du bist nicht Bounty Hunter. Oh doch. Das stimmt übrigens. Du bist eher so ein Milky Way Hunter. Ihr verwirrt mich alle ganz schön. Wisst ihr was? Lol. Wie könnt ihr den Flash rausnehmen? Der hat mich gesidekickt. Nein. Nee, jetzt ist ja nicht rausgenommen. Nur noch nicht aber ich bin doch Schakal. Rausvoten, Entschuldigung. Okay. Also, Oberbayer ist wahrscheinlich Jester, würde ich von ausgehen. So wie das gerade klang, tippe ich einfach mal hart auf Jester. Weil er es so spät gecallt hat, dass da irgendwas hinterstecken muss. Das passt einfach nicht. Und jetzt würde ich auch gerne wissen, wo er hin ist. Wo ist er hin? Hier liegt die Leiche noch. Aber ich habe so wenig Info, ne? Läuft jemand nach unten? Jo, wir können ihn hier mal drei Leute tot. Weil ich immer als Bounty Hunter 2 Kills mache. Naja, also Oberbayer ist gerade wirklich gewendet, by the way. Ja. Ne, wollte ich nur gesagt haben. Kann der Jester nicht auch wenden? Nein. Nee, der Jester kann nicht wenden. Jester kann nicht wenden. Nicht, dass ich wüsste. Aber ich bin halt Lava und ich denke, ich habe noch einen Lawyer. Das wäre doch der Idealfall. Aber sonst habe ich doch immer die Anwälte. Also für mich ist der Carla, das halt nicht halt eine Möglichkeit, ne? Okay. Also die Leiche liegt jetzt übrigens oben gerade bei Lights Out im Gang zwischen Camps und Lights Out nach unten. Mhm. Aber die Runde habe ich tatsächlich nur Franz getötet. Die anderen zwei Kills nicht. Ja, aber dann stimmt ja deine Story nicht. Doch, weil dann ist ja noch Sidekick und Schakal drin. Ja, aber dann kann der Lawyer nicht mehr drin sein. Oder du kannst nicht zählen. Mhm, doch. Okay, dann nicht. Wenn wir einen Nice-Kisser drin haben, dann sollte wahrscheinlich schnell jemand Evil Guesser auf Ohrbeier machen, ansonsten haben wir ein Problem. Nee, sollte der Nice Guesser nicht machen, weil dann haben die Imposter gewonnen. Hä? Vielleicht bin ich ja gar nicht Imposter. Du meinst, weil du 10-mal Bounty Hunter callst? Ich glaube, du bist Jokal. Ich versuch das in 3, 2, ja, Shoshi hat eh Imposter Pass. Na okay, der hat keine Guesser. Ich hab immer den Imposter Pass. Geht doch. Hell yeah. Und du warst Bounty Hunter. Natürlich war ich Bounty Hunter. Vlesk, hast du den Kern Onkelchen gemacht? Na klar. Ja. Und dann hat Urbay auf einmal gecallt, dass er den gemacht hat, dachte mir so, er ist Jester. Und dann hat er selber getötet, dachte mir, er ist nicht Jester. Ich war so verwirrt gerade durch alles, also alles einfach, keine Ahnung. Urbay hat mir ein bisschen Hintern gerettet, gerade mit dem Bounty Hunter Call, sonst wäre ich ja safe geflogen. Ich hätte dich rausgepusht. Ich hab immer Anwälte, ich sag's doch. Flash, du hast Jeff gekillt, oder? Imposterpass.
Ja. Sana, wie viel hast du bezahlt, dann, ja, dass du Imposter bist? Shoshi, du warst gestern Abend schon von 3 Stunden 3 Stunden 49 Minuten böse. Ich hatte gestern 3 Runden, wo ich gut war. Und heute sind es jetzt 2, glaube ich. Nee, warte, ich glaube eine, aber da war ich Asonist. Ja, und dann bin ich direkt gestorben und dann war die Runde zu Ende. Ja. Ups. Webs. Ja, guck mal. Die Anwaltskosten lohnen sich auf jeden Fall.